Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit längerem diskutieren wir die Frage, wie geht es weiter mit dem Verbrenner. Ich möchte Ihnen einige Zahlen nennen. Bis ins Jahr 2050 wird sich die Zahl der zugelassenen, weltweit zugelassenen Fahrzeuge verdoppeln. Und alle Studien, die wir kennen, gehen davon aus, dass dann zu diesem Zeitpunkt die Hälfte aller Fahrzeuge nach wie vor Verbrenner sein werden. Das bedeutet, egal wie die Zukunft sich darstellt, wir werden in diesem Zeitraum nicht weniger Verbrennerfahrzeuge haben wie heute, wir werden doppelt so viele Fahrzeuge haben, die werden elektrisch betrieben werden, die zweite Hälfte wird elektrisch betrieben werden, aber die andere Hälfte wird nach wie vor Verbrenner sein. Und jetzt hat ja der Verbrenner so eine Eigenschaft, es verbrennt ja nicht der Motor, sondern es verbrennt das, was man reinkippt. Das ist das Erste. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir die Debatte so führen, als würden wir den Diesel verbrennen. Es wird aber der Diesel verbrannt und nicht der Diesel Benzin und nicht das Diesel Auto. Und das bedeutet, dass wenn wir tatsächlich die Umweltprobleme lösen wollen, die wir in diesem Bereich haben, selbstverständlich darüber nachdenken müssen, was wir in diese Fahrzeuge reinkippen, welchen Sprit. Und da bietet sich Verschiedenes an, da bietet sich Wasserstoff an, da bietet sich synthetischer Kraftstoff an und anderes. Und es bieten sich im Übrigen, wenn man die Umweltprobleme wirklich lösen will, auch an, dass wir darüber nachdenken, wie die Chinesen, die das schon machen, Verbrenner mit bei weitem weniger Verbrauch als bisher. So. Das heißt nicht, dass wir keine Elektrofahrzeuge wollen, natürlich. Aber es ist vollkommen an der Realität vorbei, so zu tun, als würde es sinnvoll sein, den Verbrenner, den Motorverbrenner zu verbieten. Die Umweltprobleme lösen wir, wenn ich diese Zahlen noch in Erinnerung rufe, nur dann, wenn es uns gelingt, den Verbrenner mit anderen Treibstoffen zu betreiben oder weniger zu verbrauchen. Das ist unser Ziel mit diesem Antrag. Ich weiß, dass viele auch in der CDU ähnlich denken, auch in anderen Parteien. Kommt nichts dagegen, wenn Sie dem Antrag zustimmen. Herzlichen Dank.